Wir hatten den Eindruck, dass sehr viele Teilnehmer im Vorfeld sich gut informiert hatten, was Gegenstand der Konferenz ist, sodass sie pointiert ihre Punkte vorgetragen haben. Die Bundesnetzagentur bereitet sich auf eine ihrer Antragskonferenzen vor. Im Rahmen der Bundesfachplanung wurde für die Leitung, die zukünftig Strom aus dem Norden in den Süden transportieren soll, ein möglicher Trassenkorridor festgelegt. Im nächsten Schritt sollen alle Belange zum geplanten Vorhaben gesammelt werden. Eine Antragskonferenz ist eine Sammlung von Informationen, ein gesetzlich vorgesehener Verfahrensschritt, der erste Beteiligungsschritt in der Bundesfachplanung. Es sollen von Trägern öffentlicher Belange und von der interessierten Öffentlichkeit sowie von Vereinigungen Hinweise und Informationen zu einem möglichen Trassenkorridor gesammelt werden. Entlang des Trassenkorridors bekommt jeder die Möglichkeit, sich zum geplanten Vorhaben zu äußern und einzubringen. Eine Antragskonferenz ist eine öffentliche Veranstaltung. Der Hinweis auf die Antragskonferenz wird in den Tageszeitungen veröffentlicht und auch im Internet publiziert, damit alle interessierten Bürger und auch die Fachöffentlichkeit auf jeden Fall von der Konferenz erfahren werden. Und die Fachöffentlichkeit wird auch ja schriftlich geladen. Neben der rechtzeitigen Veröffentlichung der Konferenztermine müssen auch mögliche Veranstaltungsorte der Antragskonferenz gut vorbereitet sein. Der Hauptaufwand in der Organisation der Antragskonferenz steckt in erster Linie darin, viele Konferenzen dicht hintereinander zu planen. Und wir müssen halt den Wettbewerb fordern. Wir können uns nicht einfach eine Halle aussuchen und dahin gehen, sondern wir rufen oder fragen mehrere Hallen nach, die schicken Angebote und die werten wir dann aus. Für ein Leitungsvorhaben ist mindestens eine Antragskonferenz vorgeschrieben. Die Anzahl der Antragskonferenzen ist abhängig vom Verlauf und von der Länge des geplanten Trassenkorridors. Wir haben 11 Antragskonferenzen vorgesehen entlang des Vorschlagstrassenkorridors des Südlings. Wir sind in den betroffenen Bundesländern unterwegs. Wir haben bislang 8 Antragskonferenzen durchgeführt und 3 stehen noch aus. Verlauf und Länge des Vorhabens sind nicht der einzige Grund für die Menge der Antragskonferenzen. Die Anzahl der geplanten Leitungsvorhaben spielen hier eine ebenso wichtige Rolle. Die heutige Antragskonferenz ist zum Projekt Südling. Das ist so der Titel, den die Vorhabenträger den Vorhaben 3 und 4 des Bundesbedarfsplangesetzes gegeben haben. Das sind also eigentlich 2 Leitungsvorhaben, die in einem Projekt zusammengelegt werden sollen. Die Vorhabenträger möchten es auch als eine Trasse errichten. Für diese Leitung ist die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf gesetzlich festgelegt. Also die Vorhaben sind in dem Bundesbedarfsplan enthalten. Es wird ein 2-stufiges Genehmigungsverfahren durchgeführt. Es ist zum einen die Bundesfachplanung und darauf folgend die Planfeststellung. Die Antragskonferenz ist eine öffentliche Veranstaltung und für jeden zugänglich. Trotzdem gibt es Regeln, die vor allem für Presse und Medien gelten. Die Antragskonferenz hat einen geschützten Rahmen. Damit möchten wir erreichen, dass alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich trauen, entsprechend das Mikrofon zu ergreifen, am Rednerpult frei zu sprechen. Wir wollen die Hinweise haben und es geht uns nicht darum, es möglichst mit allen Medien dies zu dokumentieren. Die Antragskonferenz der Bundesnetzagentur, ein wichtiges und notwendiges Instrument für Austausch und Dialog. So eine Antragskonferenz ist einfach eine Möglichkeit, wirklich allen die Möglichkeit zu geben, ihre Belange hier vorzutragen und auch das Gefühl gegenüber der breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, dass hier nichts unter den Tisch fällt. Weitere Informationen zu den aktuellen Antragskonferenzen und zu ihren Beteiligungsmöglichkeiten finden Sie auf www.netzausbau.de.